Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze. Jetzt geht's weiter mit 3-5 Raketen fast rocken und seht euch mal die geile Overworld an. Da schwimmt so ein Seeungeheuer im Kreis, ja. Und da ist so ein geiler Wasserfall und keine Ahnung. Ich glaube, das Seeungeheuer kommt jetzt schon bei diesem Level, weil sonst würde es doch nicht hier im Kreis springen. Ich bin bereit. Döp, 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 döp. Und es ist in meinem Zimmer kalt, ich sollte mal wieder wärmer machen. Und sehe gerade, die TV-Karte leuchtet ja mal grün, wenn sie in der Aufnahme ist. Das finde ich richtig geil. Darauf achte ich sonst nie. Die leuchtet ja richtig grün. Ui, Fetter. Fetter. Hallo, Fetti. Hä, wieso geben die uns hier ein Fass, wenn das ein Raketenfass-Level ist, wo man eh nur 2 Leben hat? Und jetzt kommt mal wieder so ein Scheiß-Game. Was ich ja so gut kann. Nicht. Ein Glück wusste ich, dass da das Puzzleteil kommt, Junge. Ich hätte mich auch hart verschätzen können und ich denke mal, hier links ist nicht noch eins, oder? Das wäre zu viel, viele Puzzleteile auf einmal. Ich denke, am Schluss ist noch höchstens eins. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal diesmal mit dem Gamepad. Ja, das ist die Ungeheuer, Junge. Ein Puzzleteil schon mal mehr. Ist cool. Bisher ist der Level noch einfach. Aber ich sollte es lieber natürlich nicht so einfach sagen. Und das war scheiße, dass ich das Herz nicht bekommen habe. Aber wir haben ein Puzzleteil. 2 Puzzleteil-Leben geholt. Und das ist schon mal geil. Ich weiß auch noch, da ist sicher noch ein Puzzleteil gewesen. Hier, wenn man hier alle einsammelt. Aber ich sammle nicht alle ein, weil ich das nicht kann. Obwohl ein K und ein Puzzleteil ist viel zu viel auf einmal. Und es ist geil, dass ich das Leben nicht bekommen habe. Und es ist geil, dass ich da jetzt getroffen werde. Und es ist geil, dass ich das O nicht einsammle. Das ist ziemlich geil. Boah. Jetzt werde ich schon wieder müde hier. Okay. Komm, wir schaffen das jetzt. Also, bis zum nächsten Speicherschwein zu kommen, hoffe ich. Was bringt die uns? Vielleicht ist es ja kein kompletter Fass-Level. Oh, Junge, jetzt sehe ich da eins, ey. So, wenigstens immer das Leben wieder einsammeln, ne? Ist die Devise. Leben sind gut. Unten bleiben jetzt, auch wenn der Fisch kommt. Wir dürfen uns von Fischen nicht verarschen lassen. Auch nicht von Seeungeheuern. Ha, da wollen die dir ein Leben geben oder ein Puzzleteil, ey. Ja, Speicherschwein. What the fuck, ich bin am Speicherschwein gestorben oder was? Geil. Ist das witzig. Okay, zurück können wir nicht. Wegen dem Puzzleteil, ne? Das war jetzt scheiße. Ich lass mich mal töten schnell. Ich lass mich mal schnell töten. Weil ich hab doch da im Wasser das Puzzleteil gesehen, Junge. So leicht lasse ich mich nicht verarschen. Wenn jetzt hier kein Puzzleteil ist, dann bin ich... Geil. Echt jetzt, hier ist kein Puzzleteil. Naja. Aber lieber mal alles kontrollieren. Ich meine, Leben haben wir ja genug. Fischkörbe, Alter. What the fuck?
Eins muss man zugeben, ich bin in diesen Leveln einfach nicht so gut, ne? In den Paketfass-Leveln allgemein nicht. Deswegen sollte ich mich jetzt konzentrieren. Puzzleteil. N! Ja, ich sammle das Puzzleteil nochmal ein, aber das N, was ich brauche, sammle ich nicht ein. Das ist sehr clever. Beste Taktik. Geil. Kann es eigentlich schon wieder vergessen, bestimmt. Obwohl, wenn wir jetzt ein Leben hier bekommen, wovon ich nicht mal, wovon ich denke, dass es wir keins bekommen werden. Doch. Speicherschwein. Da oben war ein Secret Exit, ich hab's gesehen. Es geht. Oh mein Gott. Junge! Meine Güte, ey. Mein Gott. Oh scheiße, wir hätten mir bestimmt irgendwie eins im... Okay, jetzt geht's noch weiter im Wasserlevel. Ich habe nichts dagegen, aber... Okay. Okay, okay. 5 von 5. Was? Wir haben alle Puzzleteile. Ja, cool. Aber ein Secret Exit haben wir nicht. Und ich brauche nur mal frische Luft. Ach, da ist das Exit. Geht, vielleicht ist hier unten ja noch ein zweites Secret Exit. Kann er sein. Echt jetzt? Da unten ist noch ein zweiter Secret Exit. Hä, hat man aber nicht immer. Wie kommt man denn da hin? Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Okay. Beste Logik ever. Vielleicht, wenn man hier alle Bananen einsammelt, aber das wäre wieder so eine unnötige Logik, die keiner versteht. Alle Gegner töten. Die Gegner erscheinen aber mal wieder, ne? Ich guck noch mal. Ich guck noch einmal. Nö. Okay, kein Plan. Oh, wäre ich jetzt hier gestorben, ey, an dem. Naja, wir spielen den Level gleich nochmal wegen Secret Exit. 13 Bananenmünzen ist wieder geil. Ja. Ich meine, wir haben den Level vollständig. Das ist der Alter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in 10 Minuten einen Raketenlevel vollständig kriege. Außerdem Secret Exit zählt ja nicht, aber ich habe Kong eingesammelt. Das finde ich ziemlich geil. Ich fand den Raketenlevel, vielleicht liegt es auch daran, weil ich mit dem Gamepad gespielt habe. Hä? Ja, schon möglich. Wir suchen jetzt den Secret Exit und es gibt da zwei Secret Exits, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Oder? Hm. Vielleicht braucht man auch den einen Secret Exit, um dann den zweiten zu machen, vielleicht erst. Wenn das A und B Level sind, dann kann das ja natürlich stimmen, ne? Diddy, holen wir uns. Ich dachte, hier gibt's eins, aber nein, hier ist kein Puzzleteil. Was ich auch sehr gut finde. Und ich dachte ich mir auch, weil da schon das O ist. Wieso sollten die ein O und ein Puzzleteil ganz nah hintereinander machen? So dumm sind die nicht, die Retro Studios. Wäre viel zu einfach.
Okay, ja, wie konzentriere dich? Nach dem ersten Speicherschwein kommt das, oder? Nach dem ersten Speicherschwein. Jetzt kommt das erste Speicherschwein gleich irgendwann. Jetzt. Jetzt Concentration. Das war jetzt wieder so eine Art freiwillig, aber eigentlich wollte ich es ja auch gar nicht. Aber eigentlich finde ich es wieder positiv, weil jetzt haben wir wieder volles Leben. Ganz oben halten, ja, ganz oben halten. Aber nicht so. Wetten, jetzt schaffe ich es nicht, den Secret Exit zu holen, ey. Dann geht aber hier der Punk ab. Mein Finger ist übrigens immer noch demoliert von letztes Mal. Falls ihr euch erinnert, vom gestern habe ich den K-Level gespielt in 2. Und dadurch ist mein Finger jetzt noch kaputt. Okay. Und hier kommt man dann wieder rechts raus, glaube ich. Wollte mich verarschen. Du brauchst da den anderen zweiten Affen. Du brauchst da echt einen zweiten Affen. Ja, dann verstehe ich wieso. Du brauchst da Cranky. Okay, Cranky. Wir sind. Es ist Zeit für Cranky, Junge. Cranky, du bist der Boss. Es ist Cranky-Zeit. Hui. Dann dachte ich erst hier, what the fuck? Okay, wir brauchen also Cranky. Aggression am Fass auslassen, weil ich den Level jetzt nochmal spielen darf. Und nochmal den Ladebildschirm angucken darf. Okay, wir dürfen nicht einmal sterben. Ist natürlich scheiße, dass wir nicht einmal sterben dürfen. Okay. Scheiße. Ich hatte keinen Respekt vor dem Level, weil ich dachte, der ist so einfach. Und jetzt so denke ich mir so: Alter. Der Level ist ja hardcore. Der Secret Exit ist hardcore. Und es soll noch schwerere Secret Exits geben, wo ich mir so denke: Okay, noch schwerere Secret Exits. Läuft bei denen. Vor allem, wir dürfen das erste Speicherschwein. Yabi nicht am Speicherschwein sterben, sozusagen. Muss mich schon mal selbst warnen. Oh nein! Komm, ich will ein Herz haben. Gib mir das Herz, ja, das. Okay. Jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt im First Try schaffe, was ich nicht bedenke, weil ich einfach zu schlecht dafür bin. Ah. Oh mein Gott.
Oh Mann, ich wollte schon wieder klopfen. Weil ich drücken, weil jetzt läuft's ja mit den Drücken angeblich. Okay, mal sehen, welchen Level wir jetzt freischalten. Ich finde den Backward immer noch genial, auch wenn er leckt. Aber ein Ladebildschirm. Jetzt haben wir 1, 3B freigeschalten, Rankenrumba. Und dann ist da 3A. Und dann kommst du aber auch von dem Level dahin, weil hier ist halt so eine Kreuzung. Aber da kommst du, glaube ich, nur mit Dixie. Wollte mich verarschen. Dixie bis zum Schluss behalten. Nee, danke schön. Kanonen Kasachok 3-6. Diesen Level nehme ich uns jetzt noch vor. Ich meine, wir haben 15 Minuten noch. Düb, 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 düb. Düb, düb, düb. Da hinten sehe ich schon im Hintergrund Pinguine. Das erfreut mich natürlich, weil ich die Pinguine ja so gerne mag. Okay. Okay. Es war gerade ein bisschen riskant, darüber zu gehen. So, wir haben das Puzzleteil gar nicht gesehen. Ich habe jetzt einfach gehofft, dass es da erscheint. Und das hat es ja auch. Okay, 1 von 5, ja. Ich finde es gut, dass es jetzt hier nur noch 5 Puzzleteile gibt. Oh, scheiße. Mein Gott. Tschüss, Didi. Hui. Oh, nö, bitte kein Schusslevel. Alter, die 3D-Schusslevel sind einfach nur genial. Okay. Ja, Leute. Ich denke gerade nach, ob hier ein Puzzleteil kommt. Okay, er kommt nichts. Puzzleteil. Ein Glück, dass ich gute Reaktion habe. Wartet, ich will noch was ausprobieren. Ja. Nee, da ist nichts. Ja, gut. Okay. Erstes K haben wir. Aber schon 2 von 5 Puzzleteile, so. Noch ein Bonusraum. Jetzt aber leider alleine. Was ja nicht so das Problem ist. Sag ich und fall runter. Hey. Meine Güte. Und auf dem rechten Bildschirm läuft jetzt gerade auch ein anderer Part, der gerade fertig ist mit Rendern. Und das nervt ein bisschen. So. Machen wir das mal zu, den Part. Weil dann kann ich wieder die Zeit sehen. So. Hä? Achso, von hier kann man dann natürlich auch hoch. Oh mein Gott. Ui. Jetzt sprengen die alles in die Luft oder was?
Oh! Ui! Beste Logik von Evermir, ihn dahin zu sprengen, ey. Aber wir haben ja schon 3 von 5 Puzzleteilen. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist das... Hier, das... Oh... Das... Oh nein! Ui! Hui. Ich brauche ein Herz, ne? Alter! Junge, ich hasse Sprenglevel. Allgemein, ja? Und, jetzt kommt hier so ein Kacklevel daher, der sich so sagt, ja, Sprengen unter Zeit. Das gefällt mir natürlich sogar gerne. Wollt ihr mich verarschen? Nein, kein Speicherschwein aktivieren. Aber auch nicht durchschießen, Junge. Geil. Ich will das KONG haben. Ich will das KONG haben. Yabi, Konzentration. Junge, du hässlicher Pinguin. Hi. Hi. Okay, das läuft. Ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay. Nein! Ein Puzzleteil habe ich übersehen, aber ich will das KONG haben. Ich will das KONG haben. Vorher beende ich diesen Part nicht. Ja? Ich muss mich einfach nur ein bisschen anstrengen. Oh. Ja, so läuft es aber nicht ganz. So läuft es. Junge! Ich kann es eigentlich schon wieder aufgeben. Obwohl, wir bekommen gleich wieder ein Herz. Sofort, N. Ich bin dumm! Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich möchte dieses verdammte K-O-N-G-H. Okay, Mann. Schreibt alle, ja, wie konzentrier dich in die Kommentare, weil meine Konzentration ist gerade am Arsch. Du hässlicher Pinguin. Ja, hätte der uns jetzt umgebracht, ey. Weil das Schießen dauert auch so lange, da bringe ich mich lieber freiwillig gleich um. Ja, langweilig. Dieser Abschnitt dauert auch übelst lange.
Genau. Genau. Mann, ey. Check. Wieso geht das nicht in mein Gehirn rein? Junge. Es geht einfach nicht in mein Gehirn rein, dass man da warten muss. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Gehirn heute los ist. Mein Gehirn war wenigstens gerade so clever und hat den Pinguin besiegt. Das war gerade wieder ein bisschen riskant. Ich kann mir auch richtig gut Bananenmünzen farmen. Wollt ihr mich verarschen? Das endlich haben! Ey. Nee. Nee. Töten. Ich schaff's einfach nicht, mich zu töten, oder? Ey. Eine Level ist gut gestaltet und so, ja. Aber das Einzige, was mich aufregt, sind diese hässlichen Pinguine und die Kong-Buchstaben. Hier ist ja noch gar kein Zeitdruck. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier dann schon. Dann hier wieder chillen. Hier sofort schießen. Warten. Okay. Nein, Junge. Wieso schaffe ich das jetzt nicht? Ey, ich muss das Mikrofon jetzt richtig hinschieben, so. Und jetzt. Oh. Junge, du bist ein Arsch. Ey, okay, ich konzentriere mich jetzt. Der ganze Level war einfach, aber die K und den G Buchstaben kriege ich einfach nicht hin. Ey, das kotzt mich an. Die K und G Buchstaben sind doch das Einfachste, die sind nicht mal versteckt. Da muss man einfach nur ein bisschen... Braucht man ja auch gar kein Skill, nur für das scheiß G hier. Das finde ich ziemlich kacke. Verschießen. Ja, braucht man kein Skill. Okay, ich weiß jetzt, was ich mache. Jetzt warte ich hier. Ich will das G, Junge! Mann, geht es? Das geht nicht! Wie soll man das denn machen? Hä? Junge, meine Güte. Konzentrier dich, Yabi. Das G. Du, das ist nur ein G. Das ist nicht mal versteckt. Ein G, ey. Ist ein G. Das geht doch jetzt nicht. Da fail ich hier bei einem G. Ein G, Junge. Ein gottverdammtes G. Wieso war das jetzt so schwer? Wieso war das jetzt so schwer? Wieso musste es deshalb wegen diesem Scheiß-G jetzt der Part noch fast 10 Minuten in die Länge gezogen werden? Ich verstehe es nicht, ne? Versteht ihr das? Nein, aber wir haben wenigstens das Kong komplett. Und würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit diesem Bonuslevel, den wir freigeschalten haben. Böp, 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 böp. Böp, böp, böp. Und wir sind schon beim Boss. Ja, haben wir die Welt ja sogar in 6 Parts durch. Das würde ich sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Schauen, im nächsten Part versuchen wir den Secret Exit zu machen und den Secret Exit Level zu spielen. Und dann im übernächsten Part den Boss und den K-Level schaffen. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.